Hier ist wieder der Sven von der Internetfahrschule. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr weiter dabei seid. Heute mit einem weiteren Teil zum Thema Abbiegen. Und zwar möchte ich mit euch heute mal über das mehrspurige Abbiegen sprechen. Ich denke mal, die meisten von euch werden entsprechende Kreuzungen, Ampelkreuzungen in den Prüfgebieten haben, wo ihr das auch entsprechend üben könnt und logischerweise dann auch in der Prüfung fahren müsst. Und es spielt auch keine Rolle, ob ihr das links oder rechts rum macht. Ja, es geht letztendlich bei dem mehrspurigen Abbiegen wirklich nur um eine Sache, nämlich, dass ihr während des Abbiegevorgangs euren Fahrstreifen einhaltet, indem ihr euch vorab eingeordnet habt. Ja? Und wenn wir zwei haben, dann macht ihr das natürlich immer erstmal so, dass ihr den rechten Fahrstreifen nimmt. Es sei denn, ihr wisst, dass ihr an der folgenden Ampel dann gleich wieder links abbiegen müsst, dann macht natürlich der rechte keinen Sinn. Dann spart ihr euch den Fahrstreifenwechsel. Oder aber ihr habt vielleicht nicht ausreichend beobachtet und habt euch dann im falschen Fahrstreifen eingeordnet. Ist auch erstmal nicht weiter wild, solange wie ihr beim Abbiegevorgang euren Fahrstreifen haltet. Und dann könnt ihr das Ganze korrigieren nach dem Abbiegen. Ja? Ich würde sagen, wir gehen jetzt ganz schnell auf die Straße und dann werden wir uns das an ein, zwei Ampelkreuzungen einfach mal anschauen, wie ihr euch am besten beim mehrspurigen Abbiegen verhalten solltet. So, zweispuriges Abbiegen nach links, okay? Und jetzt müssen wir mal nach vorne genau beobachten. Es ist natürlich wichtig, dass ihr das seht, dass es sich da um ein zweispuriges Abbiegen handelt. Also Innenspiegel, linker Spiegel, Blinker an. Jetzt sehen wir zwei Linksabbieger und dann geht ihr immer erstmal in den rechten Fahrstreifen, soweit ihr keine Ansage von eurem Fahrlehrer bekommen habt, dass ihr dann an der nächsten Ampel vielleicht gleich wieder links abbiegen sollt. Dann würde natürlich der rechte keinen Sinn machen, ja? So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder habt ihr da Markierungen drin, die euch helfen, dann habt ihr eine optische Führung. Das haben wir jetzt in diesem Fall aber nicht hier. Also müssen wir das nach Augenmaß machen. Gut, wenn wir ein Auto vor uns haben, dann können wir uns ein bisschen orientieren. Und jetzt müsst ihr versuchen, dass ihr den Bogen schön weit ausfahrt. Orientierung, rechte Bordsteinkante. Und jetzt hier in diesem Moment normalerweise, so im letzten Drittel, dann neigen unheimlich viele dazu, dann nochmal richtig am Lenkrad zu drehen, zu viel am Lenkrad zu drehen und dann nach links rüber zu kommen auf den inneren, auf den linken Fahrstreifen. Da müsst ihr also wirklich aufpassen. Also es ist deutlich leichter, wenn ihr ein Fahrzeug vor euch habt, dann könnt ihr natürlich dem ganz gut hinterherfahren. Wenn ihr als Erster an der Ampel steht, dann müsst ihr das natürlich selber hinbekommen. Und ja, es darf euch natürlich nicht passieren, dass ihr dann im Abbiegen den Fahrstreifen wechselt und auf den linken Fahrstreifen dann kommt. Und deshalb bitte, wenn ihr keine optische Führung, keine Markierung habt, dann nehmt den Blick ein bisschen an die rechte Bordsteinkante und versucht relativ dicht dahin zu fahren. Dann sollte euch das eigentlich auch ganz gut gelingen. Und jetzt werden wir das Ganze nochmal fahren und dann gehe ich mal auf den inneren Fahrstreifen. Das kann euch ja durchaus mal passieren, dass ihr euch vielleicht vertan habt. Habt euch links eingeordnet, dann ist auch immer noch nichts verloren, habt ihr erstmal nichts verkehrt gemacht, aber ihr müsst natürlich dann auch auf dem linken wieder rauskommen. Ist ein bisschen schwieriger, weil der Radius durchaus natürlich enger ist, den ihr fahren müsst und dementsprechend müsst ihr auch mehr am Lenkrad drehen. Und das gucken wir uns jetzt in der zweiten Runde an. So ihr Lieben, zweite Runde. Also dasselbe Linksabbiegen, zweispurig nochmal. Nur werde ich jetzt diesmal ganz bewusst auf den linken, auf den inneren Linksabbieger gehen. Und es kann ja sein, dass ihr euch vertan habt, weil ihr einfach den falschen Fahrstreifen gewählt habt. Oder ihr seid ganz bewusst auf den linken gegangen, weil ihr wisst, dass ihr dann anschließend wieder links abbiegen müsst. Ja? Wie auch immer, wenn ihr links seid, müsst ihr natürlich auch den linken Fahrstreifen dann beim Abbiegen wieder sauber halten. Und da könnt ihr euch ganz gut orientieren an den Inseln. Also ihr fahrt ja zweimal an einer Insel vorbei. Und da müsst ihr immer versuchen, den Blick dahin zu kriegen, dass ihr dann möglichst dicht an den Inseln lang fahrt und müsst euch dann an der zweiten Insel darauf einstellen, dass ihr da dann wirklich am Lenkrad ein bisschen mehr drehen müsst, weil der Radius natürlich sehr, sehr eng ist. Und ja, dann kriegt ihr das eigentlich auch dann hin. Ne? Ihr müsst dann nur aufpassen, dass ihr euch dann nicht plötzlich fallen lasst und kommt dann ja im rechten Fahrstreifen raus. Und dann müsst ihr immer davon ausgehen, wenn euch das passiert, wenn ihr in mehreren Fahrstreifen abbiegt und ihr wechselt dann den Fahrstreifen beim Abbiegen oder ihr haltet den nicht sauber, dann ist eure Prüfung einfach beendet an der Stelle. Also das darf definitiv nicht passieren. Ich denke mal, das ist auch einleuchtend, dass das ganz schnell brandgefährlich wird und dann zu Unfällen kommt, dass ihr dann in Kontakt kommt mit den Autos, die auf dem Fahrstreifen neben euch fahren. Ja? Also, hier haben wir zwei Inseln. Einmal hier an der Ampel, wo wir links abbiegen und dann da vorne nochmal die Insel, die uns dann abtrennt vom Gegenverkehr. Und die nehmen wir einfach so ein bisschen in unser Blickfeld und da orientieren wir uns dran. Ne? Also ich gehe in den zweiten Gang, das passt hier schon. Der Radius ist ja groß genug. So, guck jetzt hier auf die Insel, lenke jetzt relativ viel und bleibe dicht hier an der inneren Bordsteinkante und dann bin ich sauber auch in meinem linken Fahrstreifen und dann könnt ihr ja ohne Probleme jetzt auch, wenn ihr gerade ausfahrt, den Fahrstreifen wieder korrigieren, wenn ihr merkt, ihr habt dann da aus Versehen den linken genommen und fahrt dann auch wieder im rechten Fahrstreifen und alles ist gut, ja?
So, dann wollen wir noch einmal in zwei Fahrstreifen nach links abbiegen. Diesmal ist es ein bisschen einfacher für euch, weil wir jetzt Markierungen haben. Da haben wir natürlich eine super optische Hilfe, eine optische Führung, um dann auch besser den Fahrstreifen halten zu können. Und das, ja, das macht es dann halt schon einfacher, das Ganze, ne? Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Also wir gehen dann natürlich wieder erstmal in den rechten Linksabbieger rein, solange wie ihr halt keine Ansage bekommt, dass ihr dann, ja, dann nicht im linken Fahrstreifen rumfahrt. Dann müsst ihr eventuell dann den Fahrstreifen wieder nach dem Abbiegen korrigieren. Und deswegen gehen wir von Anfang an in den rechten, okay? So, Spiegel, Blinker, Schulterblick. Und jetzt bleiben wir einfach hier, weiter wechseln müssen wir nicht. Und ja, Ampel springt jetzt gerade auf Rot. Und wenn ihr jetzt mal reinschaut, ich hoffe, dass man das über die Kamera sehen kann, dann seht ihr, dass ihr so eine Leitlinie dann habt. Und dann könnt ihr euch natürlich wirklich super orientieren. Ja, also ich habe ja eben schon mal gesagt, ihr dürft natürlich den Fahrstreifen nicht wechseln. Also ihr habt ja eine Leitlinie. Das heißt, es ist ja grundsätzlich nicht verboten, das zu tun. Die Frage ist nur immer, wie sinnvoll das ist und wie kann man das wirklich absichern. Ja? Also wenn ihr einen absolut abgesicherten Fahrstreifenwechsel machen würdet beim Abbiegen bei zwei Fahrstreifen, dann könnte man euch dafür auch nicht durchfahren lassen. Aber das ist natürlich genau das, was kein Prüfer sehen will. Das ist einfach viel zu riskant. Und deswegen lasst bitte absolut die Finger davon, wenn ihr in zwei Fahrstreifen abbiegt, dann macht ihr bitte keinen Fahrstreifenwechsel, egal ob abgesichert oder ja, unabgesichert natürlich sowieso schon mal gar nicht. Also haltet bitte euren Fahrstreifen und dann seid ihr absolut auch auf der sicheren Seite und dann kann euch da nichts passieren und dann macht ihr den Fahrstreifenwechsel, wenn ihr einen machen müsst, wenn ihr euch falsch eingeordnet habt, dann nach eurem Abbiegen bitte, ja? So, schauen wir mal. Ampel müsste eigentlich jetzt auch jeden Moment umspringen. Okay. So, dann kann ich jetzt hier auch schon wieder in den zweiten Gang schalten. Orientiere mich jetzt hier an meiner Leitlinie in der Mitte. Und ja, dann fällt es mir optisch natürlich viel einfacher, meinen Fahrstreifen hier zu halten. Ja, also das waren erstmal meine Tipps für euch, die ich euch geben kann zum Abbiegen in mehreren Fahrstreifen. Und ja, ihr müsst das halt wieder versuchen umzusetzen. Der eine wird es vielleicht ein bisschen besser können von euch wie der andere, weil es einfach natürlich auch ein bisschen abhängig ist von den Prüfgebieten, die ihr habt. Wie viele Möglichkeiten ihr letztendlich da habt, das in mehreren Fahrstreifen machen zu können. Ob das jetzt links oder rechts rum geht, das spielt letztendlich überhaupt gar keine Rolle. Das eine ist nicht schwerer oder leichter wie das andere. Ihr müsst einfach immer versuchen, dass ihr sauber in eurem Fahrstreifen bleibt und dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Dann kann euch auch bei diesem mehrspurigen Abbiegen letztendlich nichts passieren. Ja? Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir wieder einen Daumen hoch gebt. Abonniert mich hier auf YouTube und ich wünsche euch wie immer viel Spaß in eurer Ausbildung, viel Erfolg in euren Prüfungen und allzeit gute Fahrt. Kommt immer gut und sicher nach Hause.